Dennis. Hallo? Tristan, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Bas hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Bas. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Gut, wir müssen anscheinend das... Also sehr wahrscheinlich... Ja, das würde ich mich auch fragen. Ja, würde jetzt mal so ein bisschen spoilern wollen. Oder war das gespoilert? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube nämlich, das ist die Schwester vom Vas, die wir da jetzt dann haben. Wir gehen aber noch nach hier unten. Und wenn wir das haben, ist Ende. Dann haben wir nämlich das alles erkundet und haben, ja, sagen wir mal so, hier alles soweit gecleant und es ist hier erstmal wieder ruhiger. Den Rest mache ich dann selber noch so offscreen. Gut, dann werden wir jetzt mal ein Stück, würde ich sagen, wieder mit unserem Gleiter fliegen. Wo ist er denn? Der ist da unten. Das wird uns wieder eher nach da drüben bringen. Wunderbar, da steht einer. Dann mal los. Ja, ein bisschen noch so. Kommt das hin? Das kommt sogar sehr. Ach ne, wir wollen ja da hin. Also wir fliegen da lang. Genau. Genau, einfach jetzt fliegen lassen. Und wir genießen die Aussicht, die einfach immer wieder toll ist. Leider ist die Sonne jetzt hinter uns. Aber das ist ja hier auch schön. Wow, da wird einem ja fast wirklich schwindelig. Würde mir noch mehr schwindelig werden, wenn ich weiß, dass das hier unten wirklich Boden wäre. In der Boah, Paraglein. Das ist ja eigentlich auch mal eine Sache, die man machen könnte. Hm, hat was. Hui! Wenn man sonst nichts im Leben zu tun hat. Ha! So, wo bin ich denn? Das habe ich mir gedacht. Wir müssen nämlich nach da hinten. Kann schon hoffen, dass ich es noch übers Wasser schaffe. Sonst muss ich nämlich hier, ja, oder ist hier ein Boot? Sehe ich jetzt keins, das ist blöd. Nun ja. Flieg, mein Schirm. Erkunde die Insel oder sprich mit Citra, um ein neues Missionsziel zu bekommen. Achso, okay, wir müssen nichts Wirkliches als Missionsziel, das heißt, wir haben Zeit. Jo, dann mache ich das mit dem Campen mich gerade mal. Dann hat sich das nämlich. Na, hier ist was. Ah, das sind zwei Kisten. Mann, sind die groß. Ach nee, wir sind so tief. Ha! Mann, das wird eng. Ich glaube, wir kommen da gerade so an. Und ich muss mal gucken, wo hier der Gleiter steht. Der, ich glaube, der ist da oben. Auf dem Berg. Damit wir rüber zur südlichen Insel dann kommen. Weil dafür gibt es ja auch noch eine Errungenschaft. Und ich will ja alle vier haben. Da gibt es ja so vier. Und eine ist halt davon, fliege von der nördlichen Insel zur südlichen Insel mit einem dieser schönen Paraglider. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Fliege ich gerade mal nach da drüben. Genau, und lande einfach mal dort. Das wird wohl die beste sein. Ja, das wird wohl die das Beste sein, ja. Jo, genau. Zop, zop, zop. Sop, 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 sop und ups. Ja, wir haben es einfach drauf mit dem Landen. Was ist das? Was geht denn da hinten mit dem ab? So ein bisschen Money, Money, Money. Hier wird scharf geschossen. Hi. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich habe eine Geschichte. Mal nachladen. Und
Headshot. Jawoll. Alter, wie geil. Okay. Das hat denen alles nichts gebracht. Ja, die sind erledigt. Und das nervt Lager. Ja, mal mit dem Mund und die Leiche plündern. Ah, Meth-Pfeife. Ne, ich will mal rum an der, die Crystal Meth-Pfeife. Was haben wir hier? Naja. Was haben wir hier? Ah, ja. Okay. Nichts wirklich jetzt Großes. Ich. Das gefällt mir nicht. Laufen wir mal. Da hoch. Ich hoffe, ich hatte uns nicht mitbekommen. So, von hier oben dürfen wir nämlich auch. Na. Auf, da hoch. Sehr schön. Sind wir da drüben? Muss das Lager sein. Wenn wir das nämlich haben, wäre das geil. Da ist es, oder? Ne, das ist ein anderes Lager. Das nächste muss es sein. Das hier sieht schon wieder so aus, als können wir Poker spielen. Tatsache. Und schwören den Schwein. Oink, oink. Okay, ja, nur ein Stück. Aber was ist das? Ich sehe ja nicht mal das Schwein. Ich irgendwie Bogenpfeile habe ich noch. Da habe ich nichts mehr zu machen. Ich könnte mir wieder meinen Mund holen. Wenn man hier in der Story weitermacht, dann muss man echt ein bisschen Geld raushauen. Aber durch die ganzen Nebenmissionen, die ich dann noch machen werde. Sonst, ja, ich könnte mal da oben natürlich. Und Achtung. Monotov. So viel dazu. Ach, das lief ja wieder hervorragend, würde ich sagen, oder? Alter. Nein, habe ich die Waffe weggelegt. Ach, scheiße. Coole Scheiße, das krieg ich das Lager nie. So, fuck you einfach mal. Ja, weißt du, fuck, fick dich. Das muss ich erreicht. So läuft das nicht, Leute. So läuft das mal gerade überhaupt nicht. Ich und ja, sehr geil. Das hat leider nicht funktioniert.
Jetzt muss ich mich langsam ranhalten, weil sonst schaffe ich das nicht. Okay, auf gut Glück. Weil ich so gut treffen kann. Scheiße. Heil dich. Ich habe keine Waffe mehr. Aber 10 Pfeile, ja, ist klar. Okay, wir machen das mal anders. Autsch, danke. So läuft das hier nämlich. Autsch, Alter. Alter, so viele. Wow. So, das wird ja wieder ein Hirn. Du bist down. Na, das wäre was gewesen. So, das hätten wir auch. Ja, lade noch. Nicht mit mir. Ach, du Scheiße, ja, das ist ja grausam. Du, das fehlen ja nicht mehr viele. Don't get uns. Ja, Mann! Hat aber auch gedauert. Puh. Und was ruckelst du? Das gefällt mir nicht. Wunderbar, jetzt haben wir nämlich alles. Mahlzeit. Okay, hier ist das immer, muss ich mir mal merken. Ich war doch schon davor gestanden. So, ja, haltet euch mal bereit. Ich mache hier die Kiste auf. Ich hole erstmal wieder mein Sturmgewehr. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack, dass ich das fallen gelassen habe. Das war wahrscheinlich wieder bei dem. Das sind ja echt alle verfügbar. Ja, das ist richtig. Nehmen wir uns mal das da. Anpassen, ja, das gefällt mir eigentlich schon so wie es ist, aber wir machen noch ein optisches Visier dran, Reflexvisier. Nero-Punkt bleibt mal, dafür habe ich ja mein Ding. Und wir machen. Ne, das ist okay, okay. Ausrüsten. 2, wunderbar. Munition nehmen wir noch hier mal ein bisschen was mit. Sehr gut. So. Dann verkaufen wir Pfeil aus Bronze. Edelstein verkaufen. Jagdfigur verkaufen. Meth-Pfeife verkaufen. Benutzen Nadeln sollen auf jeden Fall weg. Teddybär. Jetzt ein Foto gewesen. Dann haben wir hier noch. Polymer-Banknote. Ein Polymer-Bank und viel halt. Ja, schon für das Papiergeld, okay. Kann auch weg.
Sonst da haben wir Nixon noch Karten und Chips. Wir sollten echt pokern gehen. Nehmen wir mit. Ah. Was haben wir denn hier? Kann das mitnehmen? Sehr schön. Ein Joint. Wir haben die Crack-Formel gefunden. Die genau gewesen vom Dunkel war hier. Okay, wunderbar. Und ja, Crack-Formel. Und Pinsel, okay. Sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Mir geht es soweit wieder gut. Im Game. Und ja, meine Kollegas hier machen das schon. Da drüben haben wir noch neue Quests. Die mache ich offscreen. Ja, genau. Richtig. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bin Artefakt. Bis zum nächsten Mal zu Far Cry 3. Und ich würde mich über ein Abo freuen. Bis dann. Ciao.